Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Eva und in dem Video geht's um Business Lessons, also einfach Lektionen, die ich gelernt habe und mentale Blocks und Blockaden, die ich lösen durfte. Und ich hoffe, ihr macht nicht die Lernerfahrungen, die ich machen musste. Deswegen, ja, der erste Punkt ist im Unternehmen oder selbstständig sein. Was ich super viel damit gestruggelt habe, ist, es kann immer besser sein, du könntest immer besser sein, du solltest das machen, etc. etc. Und das hatte ich eben vorher nicht gekannt, also in der Schule oder als Angestellten oder Universität, weil du hast einfach was Gewisses vorgegeben und du kannst es nicht besser machen oder es ist einfach vorgegeben. Aber im Unternehmertum oder habe ich einfach so viel damit gestruggelt, du kannst es immer besser machen oder du kannst immer mehr, also Leverage. Kannst immer mehr, weniger oder immer mehr dafür bekommen für die Aktion, die du einsetzt. Also du kannst zum Beispiel, wenn du bei einer TV-Show mitmachst und du hast diese mediale, Aufmerksamkeit, das bringt deinem Unternehmen viel, viel mehr weiter, als wenn du zum Beispiel YouTube-Videos machst oder wenn du gewisse Klienten hast, dann bringt es sich weiter als andere Klienten. Also und da habe ich immer so viel damit gestruggelt, weil ich immer dachte, ich muss. Oder ich mache irgendwas falsch. Das ist wie damals in der Schule, wenn ich einen Englischtext schreiben musste oder einen Deutschtext, weil Deutsch war nicht so meins. Und dann war es so, und dann in einem Punkt war ich schon so, soll ich jetzt, ich habe gar keine Lust mehr, einen Text zu schreiben, weil ich schon genau weiß, da gibt es irgendwelche Fehler. Und so war es auch mit diesem Unternehmertum, da ich genau wusste, es könnte immer besser sein. Und was mir da echt geholfen hat, da rauszukommen, war einfach zu sagen, okay, hey, nein, ich mache jetzt diesen Schritt. Und das ist konkret und den Schritt habe ich gemacht und ich habe mein Bestes gegeben mit den Leist oder mit den Anweisungen und Mindset, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte und das ist genug. Also ich gebe mein Bestes, das ist genug und fertig. Und könnte es immer besser sein? Es könnte immer besser sein, aber es ist egal. Also den Schritt, den ich jetzt mache, das ist genug, weil ich einfach mein Bestes gegeben habe. Das ist ganz, ganz wichtiger Mindset-Shift. Der zweite ist auch, das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist wirklich dein Input, also deine Arbeitsleistung und die Bücher, die du liest, die Kurse, die du machst. Das ist das, was du kontrollieren kannst. Du kannst nicht die Ergebnisse kontrollieren. Es kann immer sein, dass du ein Produkt machst und im Endeffekt gibt es dann eine Veränderung in der Gesellschaft und das Produkt ist nicht mehr verkaufbar oder nicht mehr wirklich beliebt in der Gesellschaft, es gibt Hype etc. Es gibt Sachen, die kannst du nicht kontrollieren, aber es gibt viele, viele Sachen, die oder es gibt eine Sache, die du wirklich kontrollieren kannst und das ist einfach, wie viel Arbeit du investierst, also wie viel du lernst, wie viel du selber an dir arbeitest und wie viel Arbeit du reinsteckst und deswegen solltest du immer dich darauf fokussieren, was kannst du in diesem Moment machen. Das ist wichtig. Der zweite Punkt ist auch, nicht Entschuldigungen zu verwenden. Zum Beispiel gibt es ja diese Entschuldigung mit, oh, ich habe kein Geld, ein Unternehmen zu gründen und es kommt darauf an, welches Unternehmen du machen willst oder welche Selbstständigkeit du machen willst. Aber im Endeffekt, das Wichtigste ist erst, wenn du starten willst, dass du erstmal lernst, wie alles funktioniert, weil auch wenn du zum Beispiel Geld investierst, aber du hast keine Ahnung, wie es funktioniert, könnte es sein, dass du ein Produkt hast, das nicht funktioniert oder nicht gut ist. Und dann sagst du, aber du weißt es nicht, wie es funktioniert. Das heißt, du investierst Geld vielleicht in Marketing, das Produkt zu vermarkten. Aber dann natürlich kaufen es vielleicht mehr Leute, weil es einfach mehr Leute sehen. Aber wenn das Produkt nicht gut ist, dann hast du keinen Mehrwert, weil die Leute haben zwar gezahlt, sind aber nicht glücklich. Das heißt, die willst du zurückgeben. Und dann hast du dieses ganze Chaos und du hast vielleicht auch noch dein Branding ist auch noch in den Keller gegangen. Also Geld ist nicht immer die Lösung. Zumindest am Anfang, sondern am Anfang ist wirklich einfach mal das Handwerk zu lernen. Und Unternehmertum, das ist auch, weil, ja, also ich habe gestartet und wusste nichts. Absolut nichts. Ich wusste nicht, dass Marketing existiert oder was Sale ist, weil ich einfach auf ein Gymi gegangen bin, wo wir nie darüber gesprochen haben und über Unternehmensführung. Das war einfach niemals im Lehrplan drin. Auch ich war nicht in einer Familie, die damit was zu tun hatte. Also ich war sehr, sehr weit davon entfernt. Das heißt, was sollte ich sagen? Das heißt, dass ja, das einfach ein Handwerk ist, das gelernt werden muss. Du kannst nicht ein Schreiner werden, ohne vorher zu lernen, was das Handwerk ausmacht. Du kannst nicht ein Zahnarzt werden, ohne vorher das zu studieren. Und das Gleiche gilt auch mit Unternehmertum oder Selbstständigkeit. Du musst dich auch, muss ich immer noch lernen, wie das eigentlich alles funktioniert.
Genau, und du kannst nicht erwarten, dass du es, kannst nicht ein Tennisspieler Profi sein, ohne dass du es jahrelang geübt hast. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist wie in jeder anderen Beruf, braucht es einfach Zeit, dass man es lernt und das alles funktioniert. Und vielleicht, wenn du zum Beispiel schon mal im Beruf gearbeitet hast oder hast schon mal in Sales oder so gearbeitet, dann hast du bestimmte, wie sagt man, bestimmte Skills. Hast du einfach schon gelernt, bestimmte Fähigkeiten hast du schon gelernt, dann fällt es dir natürlich leichter und du brauchst nicht so viel Zeit als jemand, der zum Beispiel Lehramt gemacht hat und der das einfach noch nie Kontakt hatte mit Unternehmertum. Also, genau, das musste ich lernen. Was auch noch wichtig ist, ist, dass Unternehmertum, warum du es machen willst. Also, was mir viel geholfen hat, war, dass du den Wert nicht aufs Geld legen solltest am Anfang, weil der Grund, warum ich mein Unternehmen gestartet habe, war einfach, dass ich so eine gute Ernährungsumstellung hatte, die wirklich so viel für mich verändert hat und so einen positiven Auswirkung auf mein Leben hatte, dass ich gesagt habe, okay, das will ich machen, ich will Leuten helfen damit. Das war der Hauptpunkt. Der nächste Punkt war, dass ich, und das lerne ich jetzt auch mehr, dass ich einfach eine Person bin und ich liebe es zu wachsen als Person. Und wenn ich in einem Beruf wäre, wo ich nicht wachsen könnte oder wo ich so ein bisschen mehr repetitive Arbeitsmuster hätte, wo ich mir denke, das könnte ein Roboter besser machen, meine mentale Gesundheit wird wirklich zerstört werden. Also ich weiß, man hat einfach einen gewissen Charakter bekommen bei der Geburt und damit muss man leben und damit muss man umgehen. Und entweder man macht's und man hat Freude, dass man dann diesen Bereich findet, die einem Spaß macht, oder man macht's nicht und kriegt Depressionen. So, das ist ein bisschen, also ich habe eh keine Wahl so. Also ich könnte jetzt nicht in einem Job arbeiten, wo ich repetitive Sachen mache, weil ich einfach zugrunde gehen würde und ich habe eh keine Wahl. Deswegen, genau. Frage dich, warum du dein Unternehmen starten willst. Was sind deine Hauptfaktoren? Für mich eben positiver also ich will positiven Impact haben und ich will einfach als Person wachsen können. Das sind meine zwei Punkte. Was sind die Punkte für dich? Und das ist ganz wichtig, das zu haben, weil im Unternehmertum gibt es einfach viele Hochs und Tiefs und Sachen gehen auch nicht immer gut. Deswegen, wenn du was hast, was dich weiterbringt, was vielleicht nicht nur dieser finanzielle Aspekt ist, das kann wirklich, wirklich hilfreich sein. Genau. Der nächste Punkt ist, die ersten Male tun immer am meisten weh, aber dann wird es besser. Also das erste Mal einen Kunden zu haben, der nicht zufrieden ist, das erste Mal ein YouTube-Video zu machen, wo du nicht so gut aussiehst, das erste Mal, wenn du einen bösen Kommentar bekommst. Also die ersten Male tun immer am meisten weh. Aber wenn du die ersten Male wegbekommst, dann wird es leichter und dann kannst du von da anfangen. Also die erste Beziehung bei vielen Leuten klappt sie, aber bei vielen Leuten ist es einfach eine Lernerfahrung, um damit, oder zumindest die ersten Monate in der Beziehung, einfach eine Lernerfahrung, woran man wachsen kann als Person. Und so ist es auch mit den ersten Malen im Unternehmertum. Also die ersten Male einfach das Ziel zu sein, die wegzubekommen, das Ziel zu sein, nicht, okay, ich will das perfekte YouTube-Video zu machen, sondern einfach, ich mache ein YouTube-Video und dann das wegzubekommen und dann kannst du dran arbeiten. Das ist wichtig. Und wenn das erste Mal nicht gut war, dass man sich nicht davon ablassen hält, seine eigenen Erwartungen anzupassen, das ist auch ein wichtiges, weil zum Beispiel ich habe das gemacht, ich hatte sehr, sehr falsche Erwartungen, einfach weil ich nicht die Bildung hatte im Bereich von Selbstständigkeit, Unternehmertum und da deswegen geblendet war von, nicht geblendet war, aber einfach ein falsches Bild hatte von, okay, es braucht für mich so und so lange, bis ich das hinbekomme, aber es braucht einfach mehr Zeit und in der Schule kriegst du eben diese Erwartungshaltung gesetzt, also du schreibst diesen Test und das ist den Test, auf den du dich vorbereitest. Universität auch oder auch Ausbildung wahrscheinlich auch oder auch als Angestellter in gewissen Bereichen auch, aber als Unternehmer hast du das nicht. Das heißt, du musst für dich selber diese Maßstäbe setzen, nach denen du arbeiten willst. Und für mich, was ich für mich gelernt habe, immer wenn ich so ein bisschen unmotiviert werde, weiß ich, okay, ich habe zu hohe Ansprüche an mich selber in dem Bereich von Unternehmertum. Ich muss die zurückschreiben, die sind nicht realistisch. Und dann kann ich einfach realistischer dran angehen. Also immer wenn du merkst, okay, du bist
desillusioniert, dir fehlt ein bisschen die Motivation, dann kannst du realistischere Maßstäbe setzen. Das gleiche ist auch zum Beispiel, wenn du Gewicht verlieren willst, kannst du auch sagen, okay, ich will, keine Ahnung, 10 Kilo in einer Woche verlieren. Unrealistisch und fühlt sich auch schlecht dabei natürlich. Deswegen, wenn du sagst, okay, ich will 1 Kilo pro Woche verlieren, dann kannst du das auch, oder ja, 1 Kilo pro Woche oder so, oder pro Monat, was auch immer, dann ist das einfach ein realistischeres Ziel. Und dann kannst du sagen, okay, du bist motiviert, dran zu arbeiten. Aber wenn du sagst, 10 Kilo will ich verlieren, dann probierst du es 2 Tage und dann danach bist du nicht mehr motiviert und lass es komplett sein. Also bevor du es komplett sein lässt, einfach die Erwartungshaltung runterschrauben. Genau, das war noch. Und dann noch eins ist, natürlich, habe ich schon vorher erwähnt, Education is key, also Bildung ist wirklich Power. Also es ist wirklich der Schlüssel. Das heißt, Kurse zu machen, Bücher zu lesen, von anderen Leuten zu hören, zu lernen, die in dem Bereich einfach schon stark sind, wo du stark sein willst. Das ist wirklich, ja, wirklich, wirklich wichtig. Und warte, ich habe noch was. Genau, und der letzte Punkt, über den ich sprechen will, und zwar im Unternehmertum ist es auch, zumindest meine Erfahrung so oder selbstständig, dass du immer an gewisse Punkte kommst, wo du ein Plateau erreichst. Also du wächst und dann ein Plateau. Und bei diesen Plateaus ist immer herauszufinden, was kann ich tun, um dieses Plateau zu entkommen und weiter zu wachsen. Also zwar zumindest ist irgendwie meine Erfahrung, also ich hatte ständig das Gefühl, so ein bisschen stuck zu sein, weil einfach ich nicht in dieses Plateau erreicht hatte und ich nicht genau wusste, wie kann ich dieses Plateau entkommen und praktisch weiterwachsen. Und was mir geholfen hat, ist einfach einen Schritt zu gehen, einfach Schritt nach Schritt zu gehen und auch wenn ich nicht weiß, welche Richtung oder was, einfach versuchen, einfach machen, damit man, weil auch wenn man zum Beispiel in die falsche Richtung geht und wieder zurückgehen muss, aber einfach, dass man mal Schritte geht und dann merkt man schon, okay, was mag ich nicht, was hilft mir, das hat mir viel, viel geholfen, hilft mir immer noch. Einfach, wenn ich merke, okay, ich bin stuck, ich weiß nicht genau, wie ich weitermachen soll, dann einfach googeln, YouTube, Buch, Kurs, Fragen, einfach machen. Und dann, auch wenn vielleicht die ersten Schritte ein bisschen falsch sind, kommt man trotzdem, weil man diese Schritte geht, vielleicht zu Schritten, die richtig sind. Und dann kann man dieses Plateau wieder verlassen und dann wachsen, bis man zu dem nächsten Plateau praktisch geht. Genau, das waren diese Punkte für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Erfahrungen oder so habt im Bereich von Unternehmensgründung oder selbstständig. Und ja, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gibt es ein Like, abonniert meinen Kanal und wenn ihr euch für mich interessiert, schaut in die Infobox für Sachen, die ich anbiete. Ciao, ciao!